Gut, begeben wir uns endlich zum Leuchtturm, um uns da zu erholen. Ein bisschen Ruhe wird uns schon gut tun. Ist das etwa... Was machst du denn hier draußen? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, dich kenne ich doch. Peppa, richtig? Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig. Du bist doch der Sohn von diesem Pokémon-Professor. Professor Futurus. Lass meinen Vater aus dem Spiel, okay? Ich will wissen, was dieses Ding hier macht. Und dazu auch noch in dieser Form. Es hat mich gerettet. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollten der Sache nachgehen. Aber dann ist Sina die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat ihr geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb so aus. Aber du hättest es sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Miraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Miraidon? Woher weißt du das? Du kannst nicht ins Labor, die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch an der Akademie. Miraidon ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer rumkommandieren lässt. Ach ja, was für ein Pokémon ist es denn? Lass mich erstmal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Klar. Du hast einen Funken mehr Motivation, als ich dachte. Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Peppa fordert dich heraus. Und er beginnt mit Rappel. Ihr habt da ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt. Dafür werde ich mich revanchieren. Okay, wenn du meinst, Keule. Ihr greift mit Blattwerk an. Okay, hat mir ein bisschen mehr davon erhofft. Schauen wir mal, was bist du angerichtet? Ja, ich denke, wir bleiben bei Blattwerk. Beziehungsweise, wir können nochmal gucken, was Kratzer jetzt noch gegen das ausrichtet. Blattwerk ist der Way to go. Und damit wär's das mit seinem Rappel. Damit haben wir Peppa auch besiegt. Wunderbar. Ein bisschen was scheint sie auf dem Kasten zu haben. Spitze gekämpft, Sina. Mit einem gratis gefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen möchtest, wirst du das hier brauchen. Mit diesem Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Okay, wir haben Miraidons Pokéball erhalten. Und warum genau hast du sowas? Ah, endlich bin ich das Ding los. Man sieht sich. Ich habe dir eine Frage gestellt. Dann halt nicht, wir sehen uns in der Akademie, vorausgesetzt du kommst dahin. So ein komischer Typ. Aber er scheint einiges zu wissen. Wenn ich ihn das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus ihm herausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen. Schau mal, da hinten liegt Misalona City. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Sina. Ich freue mich auch.
Das wollte ich hören. Wir werden so viel lernen und so viel gegeneinander kämpfen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Berge, saftige grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Lass uns erst einmal nach Pratolido gehen. Das liegt auf unserem Weg. Auf geht's!